Musik grundsätzlich ist ja ein Türöffner und ein Herzensöffner. Das wissen wir ja alle, egal was für schöne Musik wir hören. Es gibt so viel schöne Musik auf dieser Welt und da ist ja jeder berührt davon. Und es sind Momente, wo man dann auch mal Sorgen vergessen kann oder seinen Gefühlen freien Lauf lassen kann. Und das ist ja Heilungsprozess. Also von daher würde ich sowieso die Musik und die Schwingung grundsätzlich immer sagen, dass das Heilung ist, dass uns das also unterstützt ganz, ganz stark auf dem Heilungsweg, auf ihrer Suche, auf ihrem Finden, auf ihrem Weg des Findens. Und dass man dann schon auch einfach schöne Momente zaubern kann oder auch Botschaften über die Texte und die Musik halt in die Herzen und die Seelen bringen kann. Aus meinem musikalischen Wesen fließt einfach zu all den Menschen ganz viel Liebe schon immer. Und für mich war das eben seit der Kindheit ja die Musik auch eben die Möglichkeit, so die anderen Menschen zu berühren. Und von daher komme ich nochmal auf diesen Essenzsatz, dass die Sprache der Liebe die Musik ist und dass ich so dankbar bin, dass eben diese Werte immer stärker werden durch viele, viele wunderbare Musiker und Menschen. Also, dass ich da schon spüre, wie da die Kraft auch immer stärker und größer wird, dass wir zusammen halt an diesen ganzen neuen Zeit, an dieser neuen Welt auch basteln und kreativ sein können und uns voller Freude, voller Lebensfreude da hineinbegeben, voller Liebe, voller Mitgefühl, Wohlwollen. Das ist noch später dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich für die Menschen, für die Personen eben persönliche Seelenmantren komponiere und dann eben einen Text empfange und die Melodie. Und ich schwinge mich so ein auf die Person, also ich gehe so ein bisschen in dieses Feld der Person. Entweder habe ich ein persönliches Gespräch oder ein Telefongespräch oder den Namen und das Geburtsdatum. Ich brauche gar nicht so viel, also ich will das auch vorher gar nicht so viel wissen, eher so ein bisschen spüren den anderen, so in das Feld hineingehen oder dieses Ja des anderen auch spüren. Und dann schwinge ich mich selber ein. Also man hat ja immer so seine Möglichkeiten, dass man dann sich auch so einschwingt und sich auf diese Person, so mit der Person verbindet. Und dann empfange ich eben einen Text oder ich empfange zuerst die Melodie. Manchmal kommt plötzlich die Melodie und dann weiß ich, ah, jetzt ist soweit, jetzt kommt das Seelenmantra für die Person. Ich Und unterstütze ja dann. den Menschen in seinem entweder Heilungsprozess oder ja, es sind so viele schöne Botschaften drin für den Menschen. Also ich gehe da ganz in das Lichtvolle hinein und in das Potenzial Kann des ich das einmal Menschen auf. auf? Dann wird dieses Lied Und aufgenommen auf CD und den Text und Melodie. Also den Text, der wird ausgedruckt dann schön und dann bekommt das die Person dann ihr persönliches Seelenmantra dann überreicht oder zugeschickt. Mantra, Das wirkt einfach. Manche haben auch schon. gesagt, sie konnten sich ein, zweimal anhören. Dann waren sie so überwältigt von diesen Gefühlen, dass sie erst mal ein bisschen wieder Pause gemacht haben und dann wieder angehört haben. Also das ist auch sehr individuell und das lasse ich auch, gebe ich sehr Ja, frei mir in den auch, weil ich Raum. bin sehr, Denk und die selber manchmal, meisten. wow, was für eine schöne Seele, weil ich spüre das ja dann durch den Text, was da alles so kommen möchte und dann spürt man wirklich so dieses ganz Lichtvolle der Seele und was auch besonders schön ist mit den persönlichen Seelenmantren, was ich auch schon öfter machen durfte, ist für Babys, die noch im Mutterleib sind, habe ich schon praktisch die Willkommensmusik geschrieben. Also Da und es war immer kam. ganz besonders schön, auch was da so angeflogen kam. Man weiß ja dann noch gar nicht, wer ist diese Seele. Und die Mütter waren dann oder die Eltern haben dann auch im Nachhinein gesagt, das hat dann so gestimmt, ja, jede Melodie ist ja anders und jeder Text. Und dass die dann selber ganz baff waren, dass dann in diesem Lied eigentlich schon was stand, was sich nachher dann gezeigt hat, als das Kind dann auf der Welt war und ja, so seine Persönlichkeit dann auch entfaltet hat. Und das fand ich jetzt auch mal, hat mich auch mal selber sehr berührt, wenn ich das Wenn machen man das dann durfte. eigentlich, Man erklärt oft so viel in Worten und wow. denkt, ah, wie kann ich jetzt unser Unternehmen, wie kann ich Ihnen das erklären oder wie kann ich Ihnen das jetzt in Worte fassen? Und das unterstützt dabei so, weil dann braucht man gar nicht so viele Worte, weil der Song hat ja dann das praktisch in sich, diese Botschaft des Unternehmens, wo man wirklich auch ins Gespräch geht, was möchte die Firma denn sichtbar machen Dass ich oder mal in fühlbar Kontakt machen. trete und Und dass dann man das brauche in ich so ein Form bisschen bringt, ja.
ja, diesen Spirit oder das, was sie eben gerne rüberbringen wollen oder so ein paar Worte, die da drin auftauchen sollen. Und vielleicht gibt es sogar einen Satz, der die Firma ausmacht oder der so als Herzsatz so von der Firma stehen kann, den ich dann eben in diesen Text dann mit übernehme. Ja, und das andere, wenn ich dann so die Inspiration habe und das soweit mit denjenigen besprochen habe, dann gehe ich so in mein Spüren und in mein Empfangen, weil dann öffne ich so meinen Kanal und ja, dann kommt dann entsprechend halt eine Melodie und dann auch eben, dass ich diesen Text so zusammenbringe mit Refrain und Strophe und so weiter, dass das dann halt ein schönes Lied ergibt, einen schönen Song ergibt, der dann auch diese Firma so nach außen Drinne darstellt, sich genau. also Hab auch so schon ist immer viele Lieder geschrieben, die uns wieder mit der Natur, mit der Schöpfung verbinden. So das Dankeslied ans Sein oder auch Sound of Nature. Ich habe auch Sound of Nature Konzerte, wo ich entsprechend dann eben die Musik auch geschrieben habe. Kraftlieder oder für die Elemente ja, Lieder, für die verschiedenen und durch andere Menschen Ritualen. auch ganz tolle Inspirationen bekommen. Und das Ganze ist dann auch wieder in die Lieder geflossen. Und da habe ich ja auch eine CD gemacht, so für die Frauenkraft eben als Botschaft, du bist Königin, damit wir Frauen uns wieder erinnern an unsere Königin in uns, an dieses Strahlen in uns, auch wenn wir uns manchmal gar nicht so fühlen. Und das habe ich ja eben auch erlebt mit mir selber, dass ich gemerkt habe, man fühlt sich manchmal alles andere als strahlend und aber daran wieder erinnert Menschen zu sind und werden. das Und ist das ist für mich auch so in dieser CD gewesen, dass diese Lieder davon sprechen und erzählen, wie wir zusammen in diese Kraft kommen können und uns auf diesen Weg machen. Und da sind eben diese Lieder entsprechend Let Us Feel. Das ist so ein Lied, wo ich sage, wo wir alle zusammen, eben wo es um dieses Zusammen auch wieder geht, im Einklang sein, wo das so schön ist, wenn wir uns ja wieder die Hand reichen, auch wir Frauen untereinander, dann Verstehen wir eben zusammen Männer und im Frauen. Kreise der Frauen. Wir weben gemeinsam ein starkes Band. Wir stärken und nähren. Wir ehren das Leben. Wir drehen uns gemeinsam ins Licht. Also es ist einfach alles im Flow gewesen, sage ich jetzt mal. Und mein Herz war so weit geöffnet, voller Freude. Und ich habe das Gefühl gehabt, wie wenn das so in Resonanz gegangen ist. Und dann da diese Lieder eben einfach auch ja, so auf diese CD gekommen sind. Unter anderem eben das Lied Du bist Königin, genau. Also das ist das eine, dass ich eben die CD als Konzert vorstelle oder dass es da eben diese Energiekonzerte gibt. Und das andere, die Workshops sind dann verknüpft mit den Archetypinnen. Vor Ein paar paar Jahren in den Jahrzehnten noch. Rauhnächten habe ich mich jede Nacht mit einer anderen Archetypin in mir verbunden. Und dann habe ich immer ein Gedicht empfangen und nach diesen 12 Rauhnächten hatte ich dann 12 Archetypinnen um mich herum liegen und hatte so das Gefühl, puh, das sind wirklich alles irgendwie Aspekte von mir, auch wenn ich die eine oder andere Archetypin gar noch nicht fühlen kann. Aber mir wurde das so bewusst, dass die alle da sind in uns und dass wir die Kraft je nach Situation und je nach uns wieder damit verbinden und uns bewusst werden, dass wir, auch wenn wir uns nicht so fühlen, jeder hat eine wilde Frau in sich. Und diese wilde Frau zu entdecken, wie schaut die denn bei mir aus? Das hat mich sehr inspiriert, einmal für mich selber und dann eben auch für Workshops. Und dann habe ich mit einer Freundin diese Archetypinnenkarten und die Gedichte halt zusammengefasst, haben wir die kreiert. Und da sind wiederum die Workshops dann entstanden, dass man sich wieder verbindet mit den Archetypinnen und das heißt dann, die Göttin erwacht und lacht. Oder eben auch so die Archetypinnen im Jahreskreis. Und dann wiederum habe ich gemerkt, dass diese Archetypen, das sind ja 12, die ich in den Rauhnächten, wo ich Gedichte geschrieben habe, dass die genau zu den 12 Liedern auf der CD Du bist Königin passen. Also dann habe ich das praktisch auch da wieder verweben können.
Und es war sehr spannend, dass ich praktisch dann merke, huh, da ist wirklich jede Archetypin hat jetzt, ohne dass ich es vorher wusste, ihr Lied auf der CD Leichtigkeit gehen bekommen darf. darf. Also wirklich alles so neue Werte, aus denen wir jetzt so richtig in unser Licht treten dürfen und aus dieser alten Struktur herausgehen und jetzt in unsere Schöpferkraft kommen. Und jeder Mensch mit seinen Mensch Gaben ist einfach seinem und das ist Sein. so viel, das ist schon genug. Wenn wir das wieder schaffen, in dieser Liebe, in diesem Sein anzukommen, dann geht alles andere ganz fließend und leicht und voller Liebe und Wohlwollen. Und ja, da freue ich mich, ein Teil davon zu sein und freue mich auf diesen Einklang mit den Menschen, was da alles noch möglich wird, wenn wir uns dafür öffnen. Vielen Dank. Und wenn du wieder schwingen willst, und wenn du wieder singen willst, so bin ich mit meinen Gaben für dich da. So bin ich.